Ich grüße euch. Da jetzt doch so viele angefragt haben, wie sie ihre Ernährung sinnvoll durch Wildkräuter ergänzen können, wie sie einfach auch gegebenenfalls Nährwertmangel sublimieren können mit Wildkräuter oder auf eine reine wildkräuterbasierte Rohkost umsteigen können, einfach um die Abwehrkräfte zu stabilisieren, möchte ich euch ein paar Pflanzen vorstellen, die ihr jetzt einsetzen könnt, hier jetzt im Frühjahr. Wir beginnen mit dem Bärlauch. Wichtig wäre es, dass du bitte dir entweder einmal das Video dazu nochmal anschaust, das auch auf YouTube zu finden ist unter meinem Namen, um treffsicher bestimmen zu können. Denn hier gibt es durchaus tödliche Varianten und da gleich mehrere von. Nicht, dass du hier Unsicherheiten hast. Wenn du dir sicher bist, den Bärlauch gefunden zu haben, hier haben wir einen schon im Beginn der Blüte, dann kannst du mit dem Bärlauch wunderbar einfach dich unterstützen in der Ausleitung von Schwermetallen und der Ausschwemmung von Toxinen durch schwefelaktive Substanzen und die Senfölglykoside, die hier enthalten sind. Diese sind allerdings nicht für jeden verträglich. Wenn du merkst, dass du einen empfindlichen Magen hast, dann schau, dass du den einfach in kleinerer Menge zu dir nimmst oder einfach leicht blanchierst, so wie wir es vielleicht von Spinat kennen. Dann aber hast du eine sehr schöne Vitamin C-Quelle, die gleich in Kombination kommt mit dem Eisen, so wie es der Körper braucht, um es überhaupt resorbieren zu können. Und zudem hast du ein Magnesium und ein Mangan mit dabei. Kommen wir hier zu einer meiner absoluten Lieblingspflanzen. Das ist die Vogelmiere. Und der immense Vorteil an der Vogelmiere ist nicht nur der wahnsinnige Wirkstoff- und Nährstoffkomplex, sondern es ist eben auch, dass du sie ganzjährig haben kannst. Auch gerne im Topf oder einfach auf dem Balkon. Das ist ganz mühelos zu ziehen und ganz oft kommt sie auch einfach ganz von alleine zu dir. Hier ist sie jetzt zusammen mit einer Veronika-Art, dass du das nicht verwechselst. Das hier ist die Vogelmiere. Und hier haben wir zu tun mit einer Pflanze, die sehr viel Kieselsäure beinhaltet, Carotinoide, Eisen, Vitamin C, A und B haben wir mit drin, Selen, Schleimstoffe, aber auch wieder Kalium, Calcium und Magnesium. All das bildet einen sehr schönen Wirkstoffkomplex, der adstringierend und blutreinigend ist, beziehungsweise genauer bezeichnet man es als Gesamtstoffwechsel anregend. Es ist entzündungshemmend und gerade bei einem hohen Cholesterin möchte ich es euch gerne anraten. Es ist ausschwemmend auch bei Gicht. Bei Leberschwäche ist es sehr sinnvoll und aber eben auch bei Husten. Es kriegt dann so kleine weiße Blütchen. Schauen wir einmal, ob wir eine Blüte hier zu sehen bekommen. Ja, schau mal hier. Dieses kleine weiße Blütchen gehört hier mit dazu und auch diese ist essbar. Das heißt nicht umsonst auch Waldgewürz. Du kannst es wirklich deiner Rohkostvariante zugeben. Es hat einen unheimlich leckeren aromatischen Geschmack, schmeckt nussig, sehr, sehr angenehm, einfach über deinen Salat gestreuselt oder sogar pur als Salat, ähnlich wie du vielleicht einen Rapunzelsalat zubereiten würdest. Du hattest gerade schon gesehen, dass in der Vogelmiere hier vom Ehrenpreis einiges gewachsen ist mit diesen kleinen süßen Lila-Blütchen. Es gibt verschiedene der Veronika-Arten. Allesamt haben sie Bitterstoffe, Eisen und auch Gerbstoffe als Inhaltsstoffe, die dann antibakteriell, antimykotisch, also auch pilzwidrig und auswurfsfördernd bzw. entgiftend sind. Auch die kannst du einfach ganz fein schneiden, deiner Frischkost beigeben, in Süppchen, in Kräutersalz mit hinein, einfach Mischungen daraus herstellen mit Gundermann lässt es sich sehr gut kombinieren, sowohl in der Wirkungsrichtung als auch geschmacklich. Dann haben wir hier den Löwenzahn. Ich glaube, da tut sich kaum jemand schwer, den zu erkennen. Die einzige mögliche Verwechslung wären die Latticharten, die eine ähnliche Blattform haben.
Beim Löwenzahn ist grundsätzlich alles essbar: Blatt, Blüte und Wurzel. Selbst der Stängel, von dem uns als in der Kindheit immer erzählt wurde, er wäre giftig, was einfach durch diesen weißen Milchsaft, der Flecken auf der Haut verursachen kann, kreiert wurde. Wenn dir das nicht zu so bitter ist, ist das sogar eine sehr gute leberanregende Funktion. Im Alltag, eben um Leber, Darm, Magen, Galle, Schwierigkeiten vorzubeugen, ist es ganz schlau, genügend Bitterstoffe in der Ernährung zu haben, denn diese fehlen einfach unserer ganzen Zuchtformen viel zu sehr, als dass wir davon genug hätten. Und die Leber freut sich, wenn wir sie unterstützen. Das ist so ein bisschen wie dein Klärwerk, und wenn du dem Unterstützung anbieten kannst, dann tu es einfach. Als Bettzeicher wird es auch bezeichnet, weil es einfach diese entwässernde Wirkung auch gibt. Einschränkung wäre die Korbblütlerallergie. Da musst du einfach schauen, ob das für dich dann überhaupt in Frage kommt. Neben den Bitterstoffen haben wir Triterpene mit drin, Vitamin A, B und C, viel Calcium, Carotinoid, Eisen, Gerbstoffe und Flavonoide. Sehr lecker finde ich die Salate aus den ganz feinen Blättern, wenn die noch jung sind. Ganz fein schneiden, am besten mit dem Keramikmesser. Das ist am schlausten, einfach weil die Pflanzen oftmals auf Edelstahl und Eisen reagieren und so ein bisschen ihre Kräfte zurücknehmen. Das kennt man aus dem anthroposophischen Gartenbau auch, weshalb dort Kupferwerkzeuge eingesetzt werden. Aber das nur nebenbei. So, hier haben wir was ganz Feines, Süßes. Das Wiesenschaumkraut Cardamine pratensis aus der Familie der Kreuzblütler. Neben dem ätherischen Ölgehalt in der Pflanze gibt es hier Bitterstoffe und auch wieder die Senfölglykoside. Und das haben ganz viele Frühjahrspflanzen, was durchaus ganz schlau angelegt ist, einfach um uns von den Toxinen des Winters zu befreien, um einfach die Kräfte wieder in den Flow zu bringen. Auch hier ist Eisen und Vitamin C in der Optimalkombi mit enthalten, sowie das Magnesium. Gallenerkrankungen oder auch einfach die Gallenprophylaxe ist eines der Fähigkeiten dieser Pflanze. Bei Gicht bzw. Leberschwäche und rheumatischem Formenkreis. Hier sammelst du die Blütchen und kannst sie einfach so über deinen Salat geben. Die sind sehr aromatisch, sehr, sehr lecker. Du würdest sie hier ernten und den ganzen oberen Blütenteil kannst du dann einsetzen. Hier kommen wir zu einer weiteren meiner Frühjahrslieblingspflanzen, dem Himmelsschlüssel. Und du siehst hier, es ist ganz schön eigentlich, weil einfach die verschiedenen Arten direkt beieinander stehen. Das Fürwitzchen oder Himmelsschlüssel, wie es auch heißt, haben wir einmal die echte Schlüsselblume, die Primula veris, und die hohe Schlüsselblume, die vulgaris. Essbar sind sie beide. Kennst die Blattform auch vielleicht von den Zuchtprimeln? Diese allerdings würdest du natürlich bitte nicht einsetzen in deiner Küche. Die Saponine haben auch etwas Ausschwemmendes und Toxine herausspülendes, können allerdings bei einem sehr, sehr empfindlichen Magen auch dazu führen, dass es eine Überreizung gibt. Das müsstest du einfach einmal ausprobiert haben. Wir haben auch hier ätherische Öle, Kieselsäure und Vitamin A. Wir haben Vitamin C vorwiegend im grünen Kelch, drum einfach sehr gerne hier diesen Kelch mitverwenden, aber immer den Naturschutz bitte beachten. Du darfst diese Pflanzen nur dann einsetzen, wenn du sie im Garten hast, und da lass ihnen einfach Zeit mit ausreichender Dauer bei dir anzukommen und dann vermehren die sich auch sehr gerne. Auch noch ein Primula camphor mit drin, ein Salicylsäureglykosid. All das zusammen hat schleimlösende Indikationen, entkrampfende, wie wir es zum Beispiel kennen von der Bronchitis oder auch bei Husten. Auch für Kinder ist das prinzipiell gut geeignet. Dann bei nervösen Erkrankungen, nervöse Kopfschmerzen, emotionale Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Dann zeige ich euch gerne die Viola odorata. Das ist das Veilchen.
ist natürlich nicht nur in der Parfümherstellung ganz bekannt und wichtig, sondern auch als ganz alte, traditionelle Heilpflanze mit abschwellender Husten- und Bronchialbeschwerden lindernder Eigenschaft. Und auch hier ist Blüte und auch diese herzförmigen Blätter sind essbar vom wilden Veilchen. Allerdings erntet hier bitte nicht so viel. Es sind inzwischen sehr viele Rezepte, auch tolle Rezepte im Netz, aber wir brauchen den Nektar für die Schmetterlinge einfach auch. Drum immer nur das, was du wirklich brauchst und was wirklich auch sinnvoll ist, dass du reinholst. Lass immer auch ausreichend Teil einfach in der Natur draußen. Die Pflanze enthält auch Saponine, also diese Seifenstoffe, die eben löslich sind. Ein Alkaloid Violin, Thiamin, das ist der blaue Farbstoff, den du hier einfach in der Blüte sehen kannst. Dann haben wir Eugenol, Flavonoide und Salicylsäure mit drin. Hippokrates hat es bereits gegen Kopfschmerzen und Sehstörungen verordnet. Hildegard von Bingen hingegen bei Fieber und Melancholie. Und Bombast von Hohenheim sagte sogar, ein Tag ohne Veilchen ist ein verlorener Tag. Hier haben wir die Blätter der Schafgarbe, der Achillea millefolium, also der tausendblättrigen, aus der Familie der Korbblüter als fiederteilige und damit leider auch potenziell allergieauslösende Pflanze. Wenn du zu einer Korbblütlerallergie neigst, ist das einfach nicht deine Pflanze. Wir haben hier einen sehr schönen Gehalt an ätherischen Ölen und Bitterstoffen. Kumarine, Harze finden wir mit drin, Kalium und Kampfer. Diese Blätter, die so ein bisschen auch anmuten wie eine Augenbraue, das ist auch das Bestimmungsmerkmal, heißt auch Augenbraue der Venus, haben einfach durch die Bitterstoffe Leber, Galle, Magen, Darmtrakt stärkende, reinigende und aktivierende Kräfte. Deshalb auch gerne bei Migräne eingesetzt. Ist ein appetitanregendes Kraut, lindert aber auch nervöse Beschwerden und hat sehr hervorragende wundheilende Eigenschaften. Die Blätter ganz fein schneiden und in den Salat geben oder sehr gut auch geeignet im Smoothie.